Karl, da liegt ein toter Mensch in unserem Haus. Oh, hey, wie kommt der denn hier rein? Karl, was hast du getan? Ich weiß nicht. Erzähl mir, was passiert ist, Karl. Ich habe ihn noch nie in meinem Leben gesehen. Warum hast du diese Person umgebracht, Karl? Ich töte keine Leute. Das ist, so etwas will ich nie im Leben tun. Sag mir, Karl, was du gemacht hast, kurz bevor ich nach Hause kam. Okay, gut, ich war oben und, Okay. Ich saß in meinem Zimmer. Ja. Hab ein Buch gelesen. Weiter. Und, dann kam auf einmal dieser Typ rein. Okay. Bin auf ihn zugegangen. Ja. Und ich, hab ihn 37 Mal in die Brust gestochen. Karl, das tötet Leute! Das wusste ich nicht. Wie kannst du so etwas nicht wissen? Okay, mein Fehler. Ich bin doof. Was ist mit seinen Händen passiert? Seine Hände? Warum fehlen die? Nun, ich hab sie gekocht und gegessen. Karl! Nun, also ich hatte einfach Heißhunger auf Hände und... Warum solltest du so etwas machen? Ich hatte Hunger auf Hände, also lass mich. Karl! Mein Magen hat ganz schön gegrummelt. Karl! Und nur Hände konnten ihn zufriedenstellen. Was ist nur in dich gefahren, Karl? Nun, ich töte Leute und esse Hände. Das sind zwei verschiedene Sachen. Karl, was sollte das denn? Ich bin mir nicht sicher, was du meinst. Du hast dein ganzes Kreuzfahrtschiff versenkt. Bist du sicher, dass ich das war? Ich meine, ich würde mich an sowas erinnern. Karl, du hast den Kapitän mit der Harpune ins Gesicht geschossen. Das hört sich gefährlich an. Du hast kleine Kinder vom Schiff geworfen. Oh, das muss schrecklich gewesen sein. Und dann hast du es mit den Eisskulpturen getrieben. Gott sei Dank waren die Kinder nicht an Bord, um das zu sehen. Karl, warum ist das Rettungsboot rot und klebrig? Oh, du hast recht, es ist rot und klebrig. Karl, wo drin stehen wir? Würdest du mir glauben, dass es Erdbeermilchig ist? Nein, das würde ich nicht glauben. Tomatensaft. Nein. Bootnektar. Nein. Einige von Gottes Tränen. Sag mir die Wahrheit, Karl. Okay. Das alte nette Ehepaar aus Zimmer 104. Karl! Nun, sie haben die ganzen Würstchen vom Buffet weggegessen. Das glaube ich einfach nicht. Ich entschuldige mich nicht für Kunst. Wo sind die anderen Rettungsboote? Wow, 100 Punkte, das habe ich gar nicht bemerkt. Wo sind die Rettungsboote, Karl? Wenn ich mir die Konstellation von Mond und Sonne anschaue, dann glaube ich, dass sie mit ganz vielen Löchern auf dem Meeresgrund liegen. Karl! Ich habe ein Problem. Ich habe ein ernsthaftes Problem. Du bist so unausstehlich heute. Shh, hörst du das? Das ist der Klang der Vergebung. Das ist der Klang von ertrinkenden Menschen, Karl. So hört sich Vergebung nun mal an. Schreie und dann Stille. Karl, das sollte doch ein entspannter Urlaub werden. Also ich habe gerade die entspannteste Zeit meines Lebens. Du hast die südamerikanische Regierung gestört. Das Volk hat gesprochen. Viva la Résistance. Du hast den Anführer des Widerstands in einen riesigen Ventilator geworfen. Er war ein Halunke und ein Verräter. Er hat versucht, dich davon abzuhalten, andere Leute in einen riesigen Ventilator zu werfen. Wow, das war ein Fuß. Ich glaube, ich habe eine ganze Person runtergeschluckt. Das muss der Barkeeper sein. Nun, das erklärt, warum mein Mojito so lange braucht. Das war grausam. Du hast deinen Kiefer wie eine Schlange ausgerenkt. Wow, das klingt ziemlich geil. Ich kann nirgends mit dir hingehen, Karl. Jetzt hast du meine Gefühle verletzt. Wir sind beide schuld. Ich möchte nach Hause. Lass uns gehen. Ich sollte dir vielleicht sagen, dass ich unser Reisegepäck mit Waisenfleisch gefüllt habe. Was? Ich baue gerade einen Fleischdrachen und nicht jedes Fleisch ist dafür geeignet. Weißt du was? Vergiss es. Mich kann nichts mehr schockieren. Ah, Spielverderber. Sowas ist schon Standard geworden, Karl. Dann muss ich mich das nächste Mal mehr anstrengen. Bitte nicht. Ich glaube, wir stecken mitten in einem Wettkampf. Karl! Jetzt ist es zu spät. Du? Irgendwie habe ich deinen Namen vergessen. Wir kennen uns nun schon seit 3 Jahren, Karl. Und keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Mein Name ist Paul. Was? Ich sagte, mein Name ist Paul. Oh. Ich dachte, du wärst eine Frau. Warum denn das? Wegen dem Hut, bist du sicher? Selbstverständlich. Nun, wenn du mich bitte entschuldigen würdest, ich habe da ein paar Bilder auf meinem Rechner, die ich unbedingt löschen muss. Du hast den ganzen Teppich schmutzig gemacht. Das ist ja eine Sauerei. Ich habe ihn gestern erst sauber machen lassen, Karl. Nun, ich weiß nicht. Ich habe den ganzen Morgen auf meinem Saxophon gespielt. Das sind eindeutig deine Fußspuren, Karl. Dann läuft bestimmt ein Betrüger herum. Die Spuren führen direkt zu dir. Hinweis Nummer 1. Der Betrüger ist ein Phantom. Karl, hör auf, dich rauszu... Happy Birthday! Aber ich hab... Bitte sag mir, du hast nichts damit zu tun. Warum pustest du nicht deine Kerze aus? Dieses Mal bist du zu weit gegangen, Karl. Wie bitte? Es ist sehr schwer, dich zu verstehen bei all dem Lärm. Wie hast du das überhaupt angestellt? Mit einem Klumpen Feenstaub. Karl! Ich hab die Gefriertruhe ausgestöpselt. Das ist nicht lustig, Karl. Wer lacht denn? Bestimmt nicht die Leute, die gerade verbrennen. Ich gehe, ich habe genug davon. Denk doch nur an all die perfekt gerösteten Gesichter, die wir anknabbern können. Aber warum? Weil wir Freunde sind. Und Freundschaft ist, wenn zwei Kumpels zusammen gebratene Gesichter mampfen. Das ist keine Freundschaft, Karl. Das ist krank. Ich glaube, dann wirst du deine Geburtstagsdekoration auch nicht mögen. Aber ich hab gar keinen. Oh mein Gott. Überraschung. Oh nein. Es tut mir leid. Ich dachte wirklich, du magst Gesichter. Da habe ich wohl nicht aufgepasst. Das ist furchtbar, Karl. Du hast recht. In meinen Gedanken sah das viel besser aus. Ich glaube, ich muss kurz. Oh Gott, eins hat mich berührt. Nun, das ist wirklich nicht gut. Ach, echt, Karl? Naja, was soll ich sagen? Ich dachte, sie wären mehr durch. Rohe Gesichter sind nicht so lecker. Das ist nicht das Problem, Karl. Wieso hast du geglaubt, dass hier wäre eine gute Idee? Vermutlich, weil ich ein gefährlicher und gewalttätiger Soziopath bin. Oh. Ich kann nicht glauben, dass du das immer wieder vergisst. Karl!
ich weiß, dass du was angestellt hast. Was meinst du damit? Du stellst immer was an. Es ist ein sonniger Tag, wir haben Spaß, also was hast du verbrochen? Du hältst mich echt für einen Fiesling, oder? Karl? Ich bin ein sehr hoch angesehenes Mitglied der Gesellschaft, also wer würde mir unterstellen? Okay, Karl. Also, was hast du heute gemacht? Nun, mal sehen. Ich habe das Auto gewaschen. Aha. Habe an die ansässigen Pfadfinderin gespendet. Okay. Ich habe einen Film zurück in die Videothek gebracht. Was noch? Ich bin aus Versehen auf einen Marienkäfer getreten. Und weiter? Und ich habe ein Bananenbrot für unsere Nachbarn Pat gemacht. Ich glaube, das war's. Fertig. Das ist alles. Das ist alles. Karl, was ist das? Ich glaube, ich habe eines vergessen, dir zu sagen. Karl. Entschuldige bitte, das war falsch. Erkläre es mir. Nun, von hier sieht es wie ein Wetterballon aus. Ich bin nicht in der Stimmung für sowas. Oder ein Lichtstrahl und ein wenig Staub. Sag mir einfach die Wahrheit. Na gut, ich könnte einen Riss im Universum geöffnet haben. Durch den ich Millionen von Babyhänden sammel. Was meinst du mit H? Ich glaube, ich habe was Schlimmeres erwartet. Schlimmeres? Das hier ist total verrückt und krank. Ich weiß, aber das letzte Mal mit der Bombe und den Gesichtern... Ach komm, schau mal genau hin. Wie habe ich das gemacht? Ich weiß nicht, wie oder warum du diese Sachen machst. Weißt du, wie es sich gerade anfühlt, Karl zu sein? Es tut weh. Nicht so sehr wie die Babys, aber es schmerzt. Karl? Was? Warum sind das nur Hände von weißen Babys? Nun, weißt du, Weiße müssen bezahlen. Und die Bezahlung sind Babyhände. Sagst du ihn nicht mehr? Was denn, Karl? Mein Name. Genervt und angewidert. Ich gehe, Karl. Was? Ich verlasse dich. Es ist das Fleischfließband, oder? Du warst nie ein großer Fan von modernen Wohnen. Es hat viele Gründe, Karl. Lass es mich erklären. Effizienz, Industrie. Noch nie wurden so viele tote Körper gleichzeitig verarbeitet. Karl. Also effizienter geht es kaum. Ich habe schon gepackt und ich werde nicht wiederkommen. Aber ich habe dir noch gar nicht von der großen Überraschung erzählt. Ich bin sicher, sie ist widerlich. Jetzt will ich sie dir gar nicht mehr zeigen. Klasse. Ich will sie gar nicht sehen. Mann, du bist gerade ein ziemliches A-Loch. Ich bin nicht derjenige, der Leute in einen riesigen Fleischwolf steckt. Es ist kein Fleischwolf. Es ist ein Waisenstampfer. Ekelhaft. Weißt du, was ekelhaft ist? Dein Verhalten. Meinst du das ernst? Was habe ich getan, dass du mich so verbal fertig machst? Es ist alles, Karl. Alles, was du jemals gemacht hast. Alles? Auch als ich Mrs. Bixby mit ihrem Garten geholfen habe? Du hast sie dort begraben. Das hätte sie bestimmt gewollt. Lebendig begraben. Sie kam mit der Ernte nicht nach und als Vorsitzender des Nachbarschaftsrates musste ich halt eingreifen. Alles, was du machst, ist Leute töten. Dann hätte Mozart ja auch nur Lieder geschrieben. Du bist komplett wahnsinnig. Seltsam, das haben die Waisenkinder auch gesagt. Ist das die Überraschung? Nein. Das sieht wie ein Fleischdrache aus. Hast du deinen Fleischdrachen nun fertig, Karl? Vielleicht. Es ist grauenvoll, Karl. Dankeschön. Wer, ich? Okay, worauf willst du hinaus? Oh, der Handstuhl. Das ist mein Zimmermannsprojekt. Wie würdest du dich fühlen, wenn ich deine Arbeit runtermachen würde? Natürlich musste ich Gesichter benutzen, alles andere wäre Kunstmissachtung. Das nennt man Modernismus, nur ist meins noch moderner wegen der Gesichter einzelner Stadträte. Ich war nicht zufrieden mit den Wahlergebnissen. Irgendjemand musste ja eingreifen, ich bin ein Patriot und Held. Na schön, wenn's dir nicht passt, kann ich sie auch wieder dran nähen. Ich glaube, die Körper sind noch in meinem Blutkanal. Natürlich, ich bin der Verrückte und nicht die Leute, die diese Trottel gewählt haben. Wenn du beim Verwaltungstreffen dabei gewesen wärst, wüsstest du, dass es keine Überreaktion war. Was machst du da? Du sitzt, du hast dich noch nie hingesetzt. Du stehst immer, Paul, du darfst nicht sitzen. Ich finde das sehr frech von dir. Du interessierst dich gar nicht für meine Gefühle, oder? Würdest du jetzt bitte aufstehen, Paul? Das ist nicht mehr lustig. Nein, du darfst die Maske nicht abnehmen. Es muss doch gut aussehen, wenn ich dich in den Blutkanal werfe. Paul? Bist du da? Ding Dong! Herr Vermieter? Pizzalieferdienst? Feuerwehr! Bankmanager, Sie haben ein Meeting. Was möchtest du, Karl? Ich möchte wie ein Freund behandelt werden, Paul. Wir sind keine Freunde mehr. Hast du mein Entschuldigungsklavier nicht bekommen? Ja, aber Klaviere bluten und schreien nicht. Es ging nicht genau um das Klavier, sondern eher um die Definition eines Klaviers. Warum kannst du nicht jemand anderen nerven, Karl? Ich vermisse dein brummeliges Gesicht und die Maske, die ich gebastelt habe, ist nicht brummelig genug. Du hast deine Maske gebastelt? Genau, und wegen der Maske solltest du dich für einige Zeit von Ermittlungsbeamten fernhalten. Karl! In einigen Kreisen bist du nun als Nikolai Spanikov bekannt, Anführer des russischen Opiumkartells. Geh nach Hause, Karl, ich rufe die Polizei. Das ist keine gute Idee, Nikolai. Du weißt, kein Gefängnis kann mich aufhalten. Es klingelt. Aber ich kann sonst nirgendwo hin. Ich habe mein Haus niedergebrannt, als ich genügend Schwäne drin hatte. Und mein ganzes Gespartes ging für diese Schwäne drauf. Ja, und wer ist dafür verantwortlich, Karl? Die Gesellschaft. Die Gesellschaft und die Schwäne. Karl, bitte. Ich habe es wirklich versucht, aber ich kann das einfach nicht mehr. Okay, was ist, wenn ich dir 10 Millionen Dollar gebe? Du hast aber keine 10 Millionen Dollar, Karl. Ich habe eine Kiste mit all den alten Ballons versteckt, die könnte ich ausgraben. Nein, Karl. Es waren entweder die Ballons oder die Zoobücher. Irgendwas ist auf jeden Fall dort vergraben. Ich mache jetzt ein wenig Musik an, Karl. Ich höre dich nicht mehr. Gemein.
Tut mir leid, mein fleischiges Ich ist sehr undankbar, Karl. Und nach all dem, was wir durchgemacht haben, ist es mehr als empörend. Du machst all diese wundervollen Sachen und verdienst mehr Anerkennung. Ist okay, das wird schon. Sobald das Schwanenklavier ankommt. Gern geschehen. Karl, das glaube ich jetzt einfach nicht. Oh oh, was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Du hast jemanden getötet und dann zerstückelt. Seine Teile liegen noch auf dem Boden rum. Also, ich weiß nicht. Warum glaubst du, dass ich so etwas machen würde? Karl, all das Blut und die Stückchen, du Mörder! Ich glaube, ich würde mich erinnern, wenn ich jemanden in Stücke schneide und die ganzen Sachen auf dem Boden verteile. Das ist eine Sache, die ich normalerweise nicht vergesse. Karl, ich hasse dich, Karl. Ich hasse dich. Jetzt mal langsam. Das ist ganz schön verletzend, Paul. Ja, genau. Verletzend. Karl! Wer hat das gesagt? Ich war's, Karl! Paul? Ja, Karl! Du bist zurück! Du musst deine Arbeit vollenden, Karl! Vollenden? Es gibt so viel zu tun, wir dürfen nicht drüber! Du hast gesagt, du kommst nicht zurück! Karl! Ja? Karl! Ich weiß nicht, was ich sagen soll! Karl! Was? Was hast du nun vor, Karl? Ein wenig Freestyle. Ich nehme die Dinge in letzter Zeit so, wie sie kommen. Du bist besser als das, Karl. Du kannst das besser. Also, ich schätze schon. Du bist Karl. Ich bin Karl. Karl! Das bin ich. Karl! Du schreist gerne, oder? Karl! Paul? Karl! Ich kann absolut nichts sehen. Du musst aufstehen, Karl. Du bist in großer Gefahr. Wo sind wir? Ich such mal den Lichtschalter, Karl. Okay. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wie ich hier hinkam. Du musst hier raus, Karl. Oh, das ist meine Fleischgrube. Du bist tief gefallen, Karl. Ich glaube, mein Bein ist gebrochen. Du bist in Gefahr. Du musst hier raus. Wie lange bin ich schon hier unten? Das fühlt sich wie eine Ewigkeit an. Deine Arbeit ist noch nicht getan. Es gibt noch so vieles zu tun. Ich glaube nicht, dass ich aufstehen kann. Du musst dich beeilen. Irgendetwas ist mit uns hier unten. Das ist bestimmt nur der Basilisk. Der tut uns nichts. Der Idiot frisst nämlich nur Chipotle. Es kommt näher. Warst du schon immer so gruselig, Paul? Ich such uns mal ein Zeichen. Und bitte auch ein wenig Antibiotika. Ja, ich weiß. Ich bin schon ein lustiges Kerlchen. Paul, warst du das? Vielleicht war das auch mein Magen, der so gegrummelt hat. Hungrig nach Händen. Erinnerst du dich daran, Paul? Paul? Karl! Kein Glück mit dem Seil. Tut mir leid, Karl, aber du bist auf dich alleine gestellt. Na, das war ja klar. Karl! Das funktioniert so nicht. Schau dir meine Beine an. Karl! Na gut. Oh, hey, wie kommen denn all die Körper hierher? Du hast all diese Leute getötet, Karl. So menschliches Fleisch zu sammeln mag ich eigentlich am wenigsten. Karl! Ich bin ein Schuft und ein Fiesling. Wo ich bin, gibt's halt immer Probleme. Karl! Ich glaub, das war's. Du musst deine Arbeit vollenden, Karl. Es gibt nichts mehr zu vollenden. Es ist alles weg. Karl! Es reicht, Paul. Karl! Warum schreist du mich immer noch an? Du musst deine Arbeit vollenden, Karl. Alle Hände wurden gegessen, die Fleischkreaturen wurden erschaffen und dann auch gegessen. Karl. Ja, das war sehr traurig. Das glaube ich einfach nicht, Karl. Erinnerst du dich an den Blutstrudel in Paris? Karl. Ja, das war mein Liebling. Karl. Weißt du was? Ich glaube nicht, dass du der richtige Paul bist. Natürlich bin ich das, Karl. Du bist ein Fiesling und ein Lügner. Du musst deine Arbeit vollenden, Karl. Ich werde den echten Paul finden. Karl! Ich glaube, er wird über all die Sachen hier nicht sehr erfreut sein. Es ist fast soweit. Erinnerst du dich noch an die Nervenkugel, die all die Leute geschockt und an ihre Haut gefressen hat? Ja, Karl. Paul wird traurig sein, wenn er erfährt, dass ich dafür verantwortlich bin. Du hast es fast geschafft, Karl. Wenn ich den richtigen Paul finde, wird er auf dich am meisten wütend sein. Karl! Identitätsdiebstahl ist eine Straftat. Karl! Rumschreien, auch eine Straftat. Karl! Paul! Karl! Paul! Paul? Bist du zu Hause? Paul! Ich bin direkt hier, Karl! Nein, bist du nicht! Du bist nicht Paul, du bist ein Betrüger! Karl! Hör auf! Du musst deine Arbeit vollenden, Karl! Paul! Paul! Du hast es fast geschafft, Karl! Ich komm jetzt rein, Paul! Es tut mir leid, dass es deine Privatsphäre stört, aber es ist wichtig! Paul! Paul! Oh. Paul ist wirklich weg.
Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум. Мы вместе бум-бум-бум, с тобою бум-бум-бум. Текила бум-бум-бум.